Drunter und drüber. In der Achterbahn Karacho gehen heute Studentin Andrea und ihre gute Freundin Sina in den Kampf um Ruhm und Ehre. Fragen beantworten trotz rasanter Fahrt. Wer da wohl zuerst den Bogen raus hat? Ich mach dich so fertig. Das sehen wir dann. Yeah. Anfängerglück. Der Coaster Karacho ist zwar nicht so schnell wie ein Pfeil, setzt den Parkbesuchern aber mit bis zu 100 Stundenkilometern ziemlich zu. Oh mein Gott! Vorhang auf für das härteste Quiz der Welt, das Achterbahn-Quiz. Sina ist ja ein ganz schön kluges Köpfchen, aber gegen mich gewinnt nie im Leben. Warum verliert deine Freundin heute? Weil ich einfach die Bessere bin. Ob sie auch den kühleren Kopf behält? Und los geht's. Pro richtige Antwort gibt's 10 Euro für die Siegerin. Oh mein Gott! Die erste Frage. Wie heißt die Hauptstadt von Australien? Brisbane! Oh Gott, Adelaide! Falsch. Canberra. Wen hat Rapper Sido geheiratet? Richtig. Frage 3. Was ist Klaustrophobie? Platzangst. Platzangst. Richtig. Und wie viel ist 10 geteilt durch 2 plus 79? Scheiße. 84. Was ist das Wappentier von Berlin? Ein Bär. Der Berliner Bär. Vervollständige. Einem geschenkten Gaul. Welche Farbe hat Pumuckls T-Shirt? Gelb! Und Pumuckl blau! Und zuletzt Singerlied von Crow. Scheiße! Oh Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld! Whatever! Das lassen wir gerade noch gelten. Mega, mega! Und wie siegessicher seid ihr jetzt? Meinst du, du hast alles richtig beantwortet, hoffst du? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das gibt's selten im Achterbahn-Quiz. Und gewonnen haben heute beide mit jeweils 6 richtigen Antworten. Ja! Gleichstand für Sina und Andrea. Das macht jeweils 60 Euro. Wir wünschen viel Spaß mit der Siegerprämie. Und zwar allen beiden. Crow würde sagen, easy. 12 Jahre schon nimmt sie Crystal Meth und kommt nicht davon los. Nun hat sie seit 2 Tagen kein Geld für die Droge und hält den Druck kaum aus. So, wie viel Stoff? Was braucht denn jetzt?